Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist. Jetzt machen wir weiter mit Pantomime ohne Willen. Marek war im Besitz von zwei der drei ägyptischen Götterkarten, aber er brauchte das Millenniumspass, um seinen Plan zu vereinen. Plötzlich fand sich Yugi herausgefordert von einem Duellanten namens Trinks. Yugi, bereite dich auf ein Duell vor, um deinen Pass zu verlieren. Marek? Treffe meine Gedankensgabe Strings der Crit One. Durch die Kraft meines Millenniumstabs soll er dich besiegen. Feigling. Warum soll ich meine Zeit verschwenden, wenn ich dich durch meine Gedankenpuppen duellieren kann? Kämpfe mit der Macht meines Millenniumstabs ist nichts anderes, wie du dich mit deinem Passe duellierst. Stimmt nicht. Du zwingst deine Knechte, deine schmutzige Arbeit zu machen, indem du die Kontrolle über ihre Verstand nimmst. Gegen ihre Willen. Ich duelliere mit Respekt und Ehre. Marek, mach deinen Zug. Das erinnert mich immer an diese Musik-CD, falls die jemand kennt. Diese Yu-Gi-Oh! Musik-CD. Da gab es nämlich dieses Duell, gerade den Kampf Marek gegen Yugi. Und da wurde ja, da kam immer dieser eine Dialog. Das Spiel ist aus, Pharao. Das fand ich immer voll lustig. Wobei, am Anfang kamen erst noch Parkour. Das finde ich ja jetzt geil. Scheiß auf Gazelle. Ich will nochmal 5 andere Karten. Wenn ich Glück habe, muss der gleich Slifer den Himmelsdrachen auf den Friedhof legen. Ach, Wiederbelebungs-Chat. Ach, Slifer war nicht dabei. Aber bei mir ist Buster Blader dabei. Yay! Zerstöre alle offenen Zauberkarten, die dein Gegner kontrolliert, und falls du dies tust, füge deinen Gegner für jede 500 Schaden zu. Wenn ein Monster als Beschwörer auf deinem Friedhof beschworen wird, ziehst du eine Karte. Jetzt rufe ich noch Gamma. Ich bin gerade bei überlegen, Gamma. Wen hat er eigentlich alles auf den Friedhof gelegt? Nix Dolles und ich ja sowieso nicht. Ah, aber ich habe eine Idee. So. Ich habe da schon meine Taktik, Leute. Außerdem will ich, dass das live eigentlich in den... Damit musste ich rechnen. Okay, damit nicht. Machen wir das gleich nochmal. Ah, ich glaube, er muss das Lifer wegtun. Okay. Das Lifer kann er schon mal so nicht mehr rufen. Das ist genau das, was ich wollte. Es gibt hier nur einen ganz kleinen Haken, der mich schon ein bisschen irgendwie stört. Das da hier ist doch ein Fail. Es ist nämlich gerade andersrum. Eigentlich müsste er 1500 Abwehr haben, aber mich soll es jetzt nicht stören, ehrlich gesagt, aber komisch ist das schon. Okay, dann mache ich es halt so. Wo ist das Problem?
So. Das war natürlich klar. Das kotzt mich jetzt an. Okay, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert und ein Monster, das du kontrollierst. Zerstöre das erst gewählte Ziel, dann übergib dein Gegner die Kontrolle über das zweite gewählte Ziel. Ah, so war das gemeint. Interessant. Ja, dann zahl halt wieder deine 1000 Lebenspunkte. Irgendwann mal stoppst du auch so. Juckt mich jetzt nicht. Sowieso die Taktik mit Slifer habe ich ihn sowieso schon verkackt. Da kann er machen. Ach, fick mich, Alter. Schon wieder? Dann werde ich halt wiederbeleben, statt halt die ganze Zeit töten. Wen juckt's? Naja, bis jetzt sieht's Duell gut aus. Wie gesagt, Slifer kann er ja nicht mehr rufen. Cool, juckt mich überhaupt nicht, aber danke. Wie gesagt, ich zerstöre eh die ganze Zeit einfach nur. Im Wiederbelebungschat. Von daher gewinne ich halt spätestens in der dritten Runde. Also in den nächsten drei Runden. Jeder Spieler legt zwei Karten von einer Hand auf den Friedhof und danach zieht er zwei. Okay. Das ist nice. Das ist nice. Klar, er kann jetzt gleich noch mal dieselbe Scheiße wieder hinlegen. Also den Käfig halt. Wobei er verliert auch gleich demnächst, wenn es so weitergeht, dadurch, dass er keine Karten mehr hat. Naja. Was soll man machen, Leute? Ich halt so. What? Ey, der will jetzt nicht mit dem Wiederbelebungschat mich angreifen, oder? Dann ist er ein Vollidiot, sag ich gleich. Dann hat er nämlich gleich so schon verloren. Was? Wiederaufbau 3. Was ruft denn der? Das ist ein Witz. Leute, das ist ein Witz. Dass er zweimal Slifer drin hat, ist einfach ein Scheiß. Jetzt ohne... Hey, das ist Müll. Aber egal. Ich habe gewonnen, das ist vorbei. Das kann nicht sein. Wie könnte ich verlieren mit einer ägyptischen Götterkarte in meinem Deck? Du wirst bezahlen, du magst vielleicht Slifer besiegt haben, aber ich halte eine andere ägyptische Götterkarte, eine noch viel stärkere. So genieße diesen Sieg, solange es noch kannst, denn es wird dein letzter gewesen sein. Und jetzt kommt so eine Sache, die ich in diesem Spiel irgendwie dumm finde, muss ich ehrlich sagen. Also, nach dieser Sache hier kommt noch der Kampf Yugi gegen Choi. Eigentlich Yugi gegen Choi, dann kommt die ganze Noah-Staffel eigentlich noch.
Da fehlt aber noch ein anderer Kampf. Mare gegen Mai. Etc. Da fehlt jetzt so viel, was ich schon richtig behindert finde. Und jetzt kommt noch die andere Sache, die ich ja noch zeigen wollte. Also ich werde diesen Part jetzt eh kurz machen. Also es war jetzt nur noch dieses eine Duell. Weil ich will jetzt noch was anderes machen. Erstmal zeige ich euch mal wieder, dass ich ein paar Karten kaufe. Wir kaufen mal ein paar, sag mal zwei Decks von also zwei Boosters von Zetto und zwei von Ding. Yugi. Und dann will ich noch euch zeigen, was ich jetzt mir holen werde. Das wird aber nur ausnahmsweise mal sein, denn jemand hat nämlich 5 Euro gespendet bei Twitch und deswegen werde ich sie dann für das jetzt einkassieren, also einkassieren, benutzen, nämlich, man kann nämlich, jetzt bin ich nicht online, das muss ich kurz schnell ändern. Man kann nämlich noch Story noch dazu kaufen, so wie ich das gesehen habe, sobald meine Internetverbindung jetzt geht. So, oder auch nicht. Jetzt. Genau. Ich habe es schon im Einkaufswagen, ich habe es vorbereitet. Und dann seht ihr das nämlich. Jetzt komm, es lädt, ich will nicht, dass es lädt. Hier, genau. Und da ist nämlich dieses Add-on, da sind noch zwei Herausforderungen noch dabei und noch in der Kampagne nochmal welche Story dabei. Die werde ich jetzt auch dann holen und dann schauen wir mal, was im nächsten Part noch alles dazugekommen ist. So, das war's Leute. Tschüss.